Freunde, habt ihr Lust auf das beste Dessert der Welt? Okay, ein klares Ja, Crêpe Suzette. Freunde, also, ich zeige euch, wie das funktioniert. Es kommt ein bisschen Mehl in eine Schüssel rein. Zu dem Mehl kommt Milch. Zu der Milch ein Ei von glücklichen Hühnern. Flupp. Und so ein bisschen Puderzucker. Kein großer Akt. Und das Ganze wird jetzt vorsichtig aufgerührt. So, da gibt es auch keine Klümpchen. Ja, sollte der Teig ein bisschen zu fest sein, einfach nochmal ein bisschen Milch rein. Aber ich denke, so ist er absolut optimal. Okay? Wenn der so ein bisschen ja, so dickflüssig vom Löffel läuft. Und dieser Teig, der kommt jetzt in eine beschichtete Pfanne. Und zwar schön vorsichtig. Und wenn der hier so ein bisschen anbäckt, dann lasst ihr den in der Pfanne so ein bisschen laufen. Sieht man das? So, jetzt muss ich mal so machen. So, und jetzt ist der Teig schön rund und vor allen Dingen dünn. Und ich mache das so, dass ich Crêpe Suzette sehr dünn ausbacke und vor allen Dingen auch ohne Farbe. Jetzt kommen die Orangen dazu. Und die Orangen werden filiert. Einmal Kuppe ab, dann auf die Schnittfläche stellen und um die Orange vorsichtig herumschneiden. So, okay. Und jetzt habe ich die Orangenfilets. Und die Orangenfilets werden immer an der Nahtseite der einzelnen Häutchen eingeschnitten. Sieht man das? So. Und wenn ich hier mal zu unserem Crêpe schaue, ist der auch fertig. Schau mal her. So sieht er aus. Ohne Farbe gebacken, relativ dünn. Und jetzt mache ich das so. Ich gebe ein ordentliches Stückchen Butter dazu oder richtig viel. Dann Zucker und zwar auch ordentlich. Und Butter und Zucker werden jetzt gemeinsam karamellisiert, so, dass der Zucker so ein bisschen Farbe bekommt und die Süße ein bisschen verliert. Dann kommen Pistazien mit dazu und wenn das Ganze hier schon ein bisschen Farbe hat, dann kommt Orangenlikör noch mit rein. Den kann man jetzt, meine Lieben, den kann man jetzt flambieren, muss es aber gar nicht. Ja? Dann einmal zusammenfalten und nochmal zusammenfalten. Jetzt ist der Crêpe fertig. Schön karamellisiert. Die Orangen kommen noch rein. Und jetzt ist das beste Dessert der Welt bereit, um angerichtet zu werden. So, sehr gut. Ein Hänschenplätzchen noch dazu. Sensationell. Unbedingt mal probieren. Für die Winterzeit ist das das optimale Dessert. Guten Appetit. Hänseschen-Schnitzelrezepte.